Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Pferlei und heute zeige ich Ihnen den amerikanischen Aktienindex S&P 500, wichtige Kursentwicklungen und eine spannende Konstellation bei einer Aktie aus dem S&P 500. Also, bis gleich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer am Anfang der Hinweis, Gewinne der Vergangenheit sind kein Garant für die Zukunft. Alle Darstellungen stellen keine Kaufempfehlung für Aktien oder ETFs dar. Heute geht es also um den S&P 500. In diesem Index, in diesem amerikanischen Aktienindex, sind die nach Marktkapitalisierung 500 größten Aktien in den USA zusammengefasst. Der Kurs des S&P 500 richtet sich logischerweise nach der Kursentwicklung der einzelnen 500 Aktien. Die wiederum sind nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Also Marktkapitalisierung ist der Börsenwert. Hier habe ich eine kleine Tabelle für Sie vorbereitet. Ja, Sie sehen hier die 15 größten Unternehmen aus dem S&P 500. Ja, einerseits klar die amerikanischen Technologie-Highflyer wie Apple, Microsoft und Nvidia. Und dann geht es weiter eben mit den Werten Amazon, Meta, Platforms, Alphabet, dann der Pharmaziewert Eli Lilly, der Chiphersteller Broadcom, Tesla, der Finanzwert JP Morgan Chase, dann noch die Holding von der Investmentlegende Warren Buffett, Berkshire Hathaway, dann die Kaufhauskette Walmart, der Gesundheitsversicherer United Health, der Ölwert Exxon und der Kreditkartenriese Visa. So, warum zeige ich Ihnen genau diese 15 Werte? Sie sehen hier, habe ich Ihnen das Gewicht noch hinzugefügt. Das Gewicht der von Apple, Microsoft und Nvidia liegt bei 19%. Also die drei Werte alleine haben einen Marktanteil zusammengenommen von 19% am gesamten S&P 500 mit, wie gesagt, 500 Unternehmen. So, jetzt nehmen wir die anderen 12 auch noch hinzu. Die haben alleine ein Gewicht auch von 21%. Also 15 Unternehmen, also zusammengenommen 21 und eben oben die genannten 19%. Also 15 Unternehmen haben ein Gewicht von 40% im S&P 500 und 485 Unternehmen wiegen 60%. Also Sie sehen hier ein klares Ungleichgewicht bzw. eben noch eine Klumpenbildung. Naja, das muss nicht unbedingt schlecht sein, zeigt aber deutlich, welche Werte den S&P 500 bewegen. So, schauen wir uns jetzt hier den Chart an. Hier haben Sie den kurzfristigen 3-Monats-Chart vom S&P 500. Naja, wie Sie vermutlich wissen, wurde auch der S&P 500 hier in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar vom Crash in Japan. Der japanische Aktienindex, der Nikkei, der crashte eben an diesem Tag am 5. August um etwa, also nicht hier, sondern beim Nikkei, crashte ebenso um etwa 12% nach unten und damit kam auch der S&P 500 unter die Räder. Aber wie Sie sehen, wurde die Abwärtsfahrt schon wieder gänzlich abgefrühstückt. Allerdings, so, darauf möchte ich hinweisen, allerdings kann gerade im schwankungsfreudigen August noch keine Entwarnung gegeben werden. Auch weil die meisten Investoren der aktuellen Rallye noch nicht wirklich über den Weg trauen. Jetzt haben wir hier diese Aufwärtsbewegung, das war schon über die 5400. Das sorgte schon so ein bisschen dafür, dass jetzt diese Korrektur hier beendet sein könnte. Doch eben im August und September würde ich noch etwas Vorsicht walten lassen. Denn in solchen Phasen reicht nur eine schlechte Nachricht oder vielmehr eine schlecht interpretierte Nachricht, um wieder für Kurskapriolen zu sorgen. Ja, wie kann es nun weitergehen hier im S&P 500? Sie sehen hier als blauen Verlauf den 60-Tage-GD. Das ist, wie gesagt, schon mal ein gutes Zeichen, dass der hier überboten wurde. Der 60-Tage-GD ist in etwa ein gleitender Quartalsdurchschnitt. Ja, und hier im unteren Chartteil sehen Sie den MACD. Unter den Charttechnikern ist dieser technische Indikator
Ja, sehr wichtig und ist wohl auch der am häufigst beachtete Indikator der Welt. Kurz zur Erklärung, einfach ausgedrückt ist der MACD eine Kombination von drei verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Beim blauen Verlauf werden zwei GDs kombiniert, also gegeneinander subtrahiert und als eine Kurve dargestellt. Der rote Verlauf dient dann als Signalgeber. Also kreuzt der blaue den roten nach unten, ist ein Verkaufssignal, und sollte der blaue den roten nach oben wieder kreuzen, ist das ein Kaufsignal. Ja, also besonders interessant wird der MACD, wenn er weit nach oben oder weit nach unten, was jetzt hier der Fall ist, relativ weit nach unten, wenn er eben relativ weit nach unten tendierte und dann wieder nach oben geht, ja, dann könnte nämlich das hier als Übertreibung gewertet werden und könnte dieses Kaufsignal, was bald entstehen könnte, ja, könnte durchaus interessant werden und als Indiz für das Ende der Korrektur gedeutet werden. So, also ich persönlich warte jetzt erstmal auf weitere Indizien für die fortführende Rallye ab. Denn bislang haben wir zwar eine sehr hoffnungsvolle Gegenreaktion nach oben gesehen, aber mehr auch noch nicht. Es bleibt also aus meiner Sicht noch etwas abzuwarten. Auch so eben, wie sich der S&P 500 hier zwischen 5.400 und 5.500 eben bewegen wird. Gut, natürlich kann er auch nach oben durchschießen. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Möglich ist an der Börse alles. Deswegen würde ich jetzt erstmal die nächsten Tage hier so abwarten. Ja, ich wollte Ihnen zum Schluss dann noch eine Aktie zeigen. Hier sehen Sie eine sehr spannende Konstellation. Es ist die McDonald's-Aktie, wie Sie sehen, hier im Verlauf der letzten 3 Monate. Ja, wie Sie sehen, blieb jetzt hier die McDonald's-Aktie von den weltweiten Kurskapriolen eher unberührt. Vielmehr verläuft der Kurs gerade seitwärts etwas unter dieser Kurve, wenn man so will. Sieht schon fast aus wie eine Linie. So. Dieser blaue Verlauf, das ist der 256-Tage-GD und das wiederum ist ein gleitender Jahresdurchschnitt. Da ging es mal kurz rüber, dann wieder runter. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Aber wenn der Kurs jetzt den gleich wieder zurückgewinnen kann, den 256-Tage-GD, dann wäre das aus meiner Sicht ein interessantes Zeichen. Ja, und daneben bietet ja, die McDonald's-Aktie noch eine Rendite von über 2%. Und hier habe ich Ihnen nochmal, Sie sehen hier diesen blauen, also hier im 2-Jahres-Chart ist er natürlich länger. Sie sehen hier diesen blauen Jahresdurchschnitt, der immer wieder mal nach oben und nach unten und nach oben gebreakt wurde. Aber Sie sehen auch hier, die McDonald's-Aktie hätte nach einem Break hier noch etwas Platz bis zu den bisherigen Allzeithochs. Ja. Gut, und wenn Sie mich kennen, gehe ich persönlich, das ist jetzt keine Kaufempfehlung, keine konkrete, aber ich persönlich gehe davon aus, eben, dass die McDonald's-Aktie, so wie sie es in den letzten vielen Jahren immer wieder geschafft hat, ein Allzeithoch zu erreichen. Daher gehe ich davon aus, dass mittel- bis langfristig das der McDonald's-Aktie auch wieder gelingen kann. Also beobachten Sie mal den 256-Tage-GD. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's mal wieder hier aus meinem Büro. Heute mal ohne Jackett bei 35 Grad draußen. Ja, dürften Sie mir dies heute mal verzeihen. Ja, und weitere Informationen und wenn Sie mehr von mir lesen wollen, finden Sie hier unter dem Video zu meinem Newsletter Fearless Investors Daily. Wenn Sie schon dabei sind und Ihnen das Video gefallen hat, dann gerne ein Like, einen Daumen hoch, das würde mich freuen. Bleiben Sie dran, die nächsten Wochen werden garantiert spannend und werden schöne Einstiege ermöglichen. Haben Sie vielleicht noch ein bisschen Geduld. Und wenn Sie kein Video mehr von mir verpassen wollen, dann abonnieren Sie hier gerne den Kanal des Investor Verlags. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Firley.